Hallo YouTube, Arzens hier. Willkommen von der Hobby- und Spielmesse aus Leipzig. Was geht? Ihr kennt ihn noch, oder? Der gute alte 66 Snake. Andersrum. Nee, warum ich die 66 Snake? Ehemalig Pokémon, ehemalig Yu-Gi-Oh! Jetzt nur noch Pokémon und One Piece, ihr wisst Bescheid. Ja. Genau, aber dein Channel ist momentan nicht so. Nee, der ist komplett tot. Hast keine Zeit mehr für. Nee. Schade. Zu viel One Piece. Aber heute mal wieder Yu-Gi zocken? Heute wieder Yu-Gi, also zwei, drei Mal im Jahr. Buchmesser, Modellhobby-Spiel, wird Burning Abyss ausgepackt, so sieht's aus. Genau, und ich bin wieder mit Inferno jetzt am Start. Aber ich habe heute früher aufs Deck geguckt und ich musste da ein paar Karten ändern, weil ich hatte sie gar nicht mehr. Irgendwie, okay. Weiß ich nicht. Da standen welche im Netz zu verkaufen, die habe ich die Woche verkauft. Also ja. Ein Deck rausgenommen, weil ich sie nicht mehr gefunden habe. Ja, spiele ich ohne Deviati. Okay. Ich war improvisiert. Ja, ich hab noch einen dritten und Nunchu reingepackt. Okay. Und noch einen Antra oder so. Aber es wird bestimmt besser laufen als denn je. Ja, es ist Messe, wir wissen, was hier für Spieler auftauchen, war. Also 4, 5 gute Spieler gerade mal. Angst vor finstere Welt und Lightsworn. Wir sind knappe 50 Spieler, spielen wahrscheinlich 6 Vorrunden. Hat lustig, denke ich. Und ja, 4-1, nee, 5-1 muss drin sein für Quali. Aber eigentlich total sinnlos für mich, weil wenn EM ist, bin ich wahrscheinlich auf dem Familiengeburtstag nächstes Jahr. Oma wird 65. Wo ist sie? Da muss es sein. Ich vermute mal Spanien, aber haben sie noch nicht rausgegeben. Okay. Weil Spanien war lange nichts mehr. Ich habe dich auch nicht mehr. Ich sehe ja die Sonne. Ja, es ist starke Sonne. Geiles Wetter auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch zwei Spieler. Nee, ich spiele nicht mit. Du spielst nicht mit, du bist nur Gast. Ich gucke mir die Messe mal an. Ah, cool. Auch nicht schlecht. Stefan hat früher gespielt. Ich habe früher. Okay. Und Ronny aus Halle ist mit dabei. Oh, mighty Ronny Löffler. Ja, und du hast gestern schon LLDS Stage 1 hier mitgespielt und im Finale verloren. Ja. Schade. Spielst du wieder Pendel? Ein bisschen anders auf Anzug. Ah, okay. Gut. Ja, und wenn es bei mir nicht läuft, weil das Deck nicht komplett ist, dann habe ich schon so eine Ecke gesehen, wo man sich kostenlos massieren darf. Oh, Massage-Ecke. Ja, Massage-Ecke. Da waren so ein paar... Kannst du mir gleich mal zeigen jetzt. So ein paar asiatische Mädels, die habe ich schon so hergewunken, aber dachte ich, nachher, nach dem Vorrunden oder so, mal schauen. Hatzen Jens going for the Thai-Massage. Und wir befinden uns in Runde 4. Erste Runde vor gegen Chadol, zweite Runde gegen Genta, zweite Runde gewonnen gegen Heroes, dritte Runde gewonnen gegen Monarchen, vierte Runde darf ich gegen Stefan, altes Gesicht, und die ganze Halle da vorne, Marcel, Dimitri, Kai, Christoph, Marcel, Leipzig, Nick und ja, hier haben wir noch jo. Wir sind bereit, wir dürfen anfangen gleich, dann los geht's. Runde 5 vorbei, gegen Klueis 2-0, easy, ne? Kennst du? Immer easy. Ja, nee, ich glaube, er konnte nicht so richtig umgehen mit meinem Deck und wollte halt eine Dedicore auf meinen Friedhof, ich beschwöre was, anketten, wo ich ihm gesagt habe, nee, interne Spezialbeschwörung, geht nicht. Ja, tut mir nochmal leid an der Stelle, das kann ich nicht zurücknehmen, weil sonst hätte ich nicht gewonnen. Ja. Das musste ich mal durchgehen lassen, so. Naja, beim nächsten Mal weiter. Ja, will ich jetzt nicht verallgemeinern. In Stuttgart war ja letztens 1 im Finale. Ja, ja. Lorenzo Roma. Der hat, glaube ich, auch gut gespielt. Ne? Der hat auch, glaube ich, einmal WM teilgenommen, von daher. Deswegen kann er ruhig mal topfen mit dem Deck. Davor die Runde verloren, eiskalt. Mein erstes Loss gegen Mürmel, gegen den Stefan. Ja, auch weiter hier ist nicht der da. Ein anderer Mürmel-Spieler, der zweimal Odin war. Zweimal der Prinz, kein Schutz. Naja, und zweite Runde fängt er an mit Duft. Und ich habe 5 Zauber. War auch Duft. Ja. Und du zu 1? Ja, ich habe allererste Runde gegen Pius Bito jetzt verloren. Und ja, dann jetzt noch 1 gewinnen, dann hast du die Quali. Und ich muss hoffen, jetzt mit meinem 3-1-1 nächste Runde noch gewinnen. Das sollte machbar sein. Und dann gewinnen bist du sicher dabei. Ja, hoffentlich. Ich weiß ja nicht, wie viele getrollt haben bis jetzt. Ne? Das waren, glaube ich, nicht so viele Draws bisher. Zumindest nicht an vorderen Tisch. Na gut, dann schaue ich mal. Enrico leider nicht so gut dabei. Der stand gerade 1-3. Und er ist da hinten gerade. Ich zoom mal ran. Irgendwo. Und er guckt. Ja, er guckt eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat, glaube ich, gewonnen. Ja, seine Grundstimmung ist schon so ein bisschen... Ja, er lacht. Okay, dann zwei, hat er ist er bei 2-3, dann macht er wenigstens das 3-3 und gut ist. Gut, ansonsten an den vorderen Tischen habe ich jetzt BA zweimal gesehen. 2-0 bis jetzt, 5-0. Ne? Und Pendel und noch einen Metalcore und noch einen BA. Und also ich habe eigentlich nur Pendel, BA, Stefan halt mit Herold und ich glaube, das war's eigentlich. Naja, gut. Also, gewinnen wir noch die letzte Runde für Halle. Ja, ich probier's. Sehr gut. Ich wollte halt ausspielen. Wo sind wir nächste Woche? Ronneburg. Sehr gut. Genau. Am 8.10. geht's nach Ronneburg.
Seid ihr auch dabei? Also von uns sind auf jeden Fall Leute dabei. Ob ich speziell dabei bin, weiß ich noch nicht. Aber wir fahren auf jeden Fall mit dem Auto hin, weil es ist Nico, es ist ein Teammember von uns. Da muss man natürlich hin. Ja, natürlich, das ist gut. Letzte Frage an dich. Wann kommt denn die nächste Folge? Die Analyst. An sich sollte diese Woche eine kommen, aber ich habe nicht so richtig ein Thema gefunden. Dann bin ich auch noch krank geworden jetzt vor ein paar Tagen. Und dann habe ich mir gedacht, ich denke mal, nächste Woche wird regulär wieder ganz normal kommen. Ja, cool. Machst du schon das Thema verraten? Ich warte schon seit 2 Wochen. Ich weiß noch nicht. Ich werde wahrscheinlich mich ein bisschen mit dem Brandmeter beschäftigen. Also sowas wie Herald, Lightsworn, Handloop. Halt so ein bisschen kleinen Überblick geben, denke ich mal. Cool. Freue ich mich drauf. Und ihr wisst jetzt auch Bescheid. Nächste Woche kommt mal wieder ein Video vom Schmidti, vom The Analyst. Norwegen. So, Halle ist am Start. Letzte Runde nochmal gegen Heroes gewonnen. 4-1-1, Platz 7. Platz 2? Platz 4. Was? Ja, ich musste gegen zu viele Randoms spielen. Ah, verdammt. Glaube ich. Okay, wurde ich cool. Alle gejobbt. Zweimal EM-Quali für Halle. Oder dreimal sogar. Ich guck mal an die Final Standings. Wer hat es denn heute so geschafft? Patrick, Erster, Danny, Zweiter, Stefan, Dritter, Tritai, Vierter, Alexander Schmidt mit Burning Abyss, Fünfter, Dimitri, Sechster, ich, Siebter, Stefan hat es noch geschafft als Achter. Und ich glaube, dass Stefan auf Platz 3 mit Mörmel, der hat schon eine Quali, also ist der Tao auch qualifiziert. Und vielleicht hat man noch einen Trainer, könnte es Marcel noch geschafft haben. Trautwein auf der 11, auch ziemlich knapp dran. Ja. Gut. Ich bin schon wieder das Tiebreak-Opfer, wie letzte Woche. Ja, wieso? Ich bin 1-1, der nicht kopiert ist. Das heißt, ich kriege keine Deckbox. Mecker da, deswegen nicht mehr. Ja, naja, 15 Euro. Quali und gut. Danke. Haben wir es geschafft. Gut. Yeah. Schön. EM in Spanien. Ja, nee. Das ist meine Vermutung. In Amerika, wie hotst du? Also EM in... Nee, ach so. Wie hast du? Hat Torben eigentlich noch gewonnen, oder? Nee, Torben ist erst drin rausgeflogen. Torben ist direkt Torben beim 2-4. Ja. Ach, schade, aber schöne Grüße an Torben an der Stelle. Shoutouts an Torben, bei ein paar Wahl. Ich meine, Torben hat ohne Torben. 5-stellige US-Dollar-Summe an Gewinn gekriegt. Ach so, ja. Wayne. Ja, und schönes Wochenende gehabt. Ja. Ja. Ja, gut. Alles klar. Turnier ist vorbei. Jetzt sind wir noch an der Carrera, waren hier bei der Messe. Bei unserer Kleider, bist du auf der Kamera? Nee, lieber nicht. Unser Mitfahrer aus der Familie. Der hat ja mitgespielt, Rennen gefahren. Und jetzt gucken wir mal, ob er noch eine Platzierung bekommt. Und du ziehst eine Kuschel, die verbieren nicht so. Für Sandro doch keine gute Wahl. Nö. Schade. Na gut, nächstes ist auch keine gute Wahl. Infernus ist auch keine gute Wahl. Ja, liegt's an mir. Oder so. Irgendwie läuft es ja doch immer wieder. Steckst deine Gegner zu, das ist schon. Es wäre auch mit solchen Sachen hier Spaß. Also ich glaube, ich war heute am ehrlichsten in der ersten Runde, als mein Gegner eigentlich schon wieder den Sieg stecken wollte. Und ich meinte, nee, wir haben einen Vor, weil du hast mehr Punkte als ich. Der hat nämlich zweimal vergessen, meine Instant Fusion abzuziehen. Da hatte ich anstatt 2-3 nach seinen Rechnungen nur 300. Er hatte 700 und deswegen hat er das zweite Spiel gewonnen. Ich hatte das erste Mal. Und dann hat man 1-1, das war Vor. Du bist dabei bei der deutschen Meisterschaft. Gut, hier geht es ein bisschen weiter mit Carrera und dann war es das für heute. Und dann sehen wir uns nächste Woche in Oneburg. Macht's gut. Ganz drauf. Boah, Spielverderber.